Schönen guten Tag und Weidmannsheil. Mein Name ist Joachim Kilian von der Firma Dicon und ich möchte euch heute unsere neue Nachtsichttechnik DNVC2 Firefly vorstellen und euch einige Anwender- und Montagetipps dazu geben. Bei unserer Firefly handelt es sich um ein digitales Nachtsichtgerät, das sowohl als Clip-on wie auch als Standalone verwendet werden kann und nicht mit einer herkömmlichen Restlichtverstärkertechnik arbeitet. Nach der neuen Gesetzesnovelle des Waffengesetzes ist es kein verbotener Gegenstand, auch wenn es als Dual-Use-Gerät verwendbar wäre. So. Im nächsten Schritt zeige ich euch, wie der entsprechende Reduzierring für den Adapter anhand des Passens auf die Zieloptik ausgewählt wird. Wir wissen nun, welche Reduzierhülse passend zum Zielfernrohr verwendet werden kann. Bei der Montage innerhalb unserer Adaptereinheit ist dabei zu achten, dass wir hier hinten sogenannte Führungsnasen haben, dass die bei dem Einfügen in den Adapter nach innen zeigen und dann entsteht ein leichter hörbarer Klick. Das passt schon mal soweit und jetzt montieren wir das DNVC2 auf den Adapter, um es dann mit dem Zielfernrohr zu verbinden. Sowohl Adapter wie auch Gerät verfügen über einen Bajonettverschluss, der sich sehr leicht miteinander verbinden lässt und entsprechend arretiert. Bei dem vorliegenden Glas handelt es sich um ein Glas mit Dioptrienausgleich und Parallaxeverstellung. Die Dioptrienverstellung sollte auf die Mittelstellung eingestellt werden, um entsprechend bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Die Parallaxejustage des Glases muss natürlich auf die entsprechende Schussentfernung eingerichtet werden. Ihr Nachtsichtgerät ist nun korrekt auf Ihrem Zielfernrohr montiert. Zur Einstellung der Schärfe drehen Sie zunächst den Dioptrienausgleich auf die gewünschte Stärke im gegengesetzten oder im Uhrzeigersinn, bis Sie die Symbole im Bildschirm einwandfrei scharf sehen. Ist das erfolgt, drehen Sie an der Objektiveinstellung des Nachtsichtgerätes so lange nach links oder rechts, bis das Absehen im Zielfernrohr einwandfrei scharf erscheint. Sollte dies nicht möglich sein, haben Sie gegebenenfalls die Schärfeeinstellung bzw. die Vergrößerung Ihres Zielfernrohres zu hoch stehen. Beginnen Sie deshalb am besten mit der niedrigsten Einstellung, in diesem Fall 2,5-fach. Zur Befestigung des Nachtsichtgerätes an Ihrer Zieloptik wird das Gerät mittels Adapter auf dem Okular aufgeschoben und über die Rindelschraube entsprechend fixiert. Fertig. Um Ihr Nachtsichtgerät in Betrieb zu nehmen, müssen Sie zunächst eine passende Batterie einlegen. In diesem Fall verwenden wir Akkus vom Typ 18650 mit 3,7 Volt Betriebsspannung. Zum Öffnen des Batteriefaches drehen Sie die Batteriekappe zunächst entgegen des Uhrzeigersinnes komplett auf. Legen Sie den Akku entsprechend dem Batteriesymbol auf dem Nachtsichtgerät mit dem Pluspol nach unten in das Gerät ein und verschließen Sie die Batteriekappe wieder wie vorher. Zum Einschalten des Gerätes betätigen Sie den Ein- und Aus-Taster. Ein langer Drücken länger als 3 Sekunden startet das Gerät. Sie merken dies durch eine kurze Vibration. Das Gerät fährt nun hoch. In wenigen Sekunden sehen Sie im Bildschirm im Okularteil ein entsprechendes Bild. Das Gerät hat im eingeschalteten Zustand eine Betriebs-LED im Inneren des Okulars. Diese leuchtet leicht grün. Ihr Nachtsichtgerät verfügt über diverse Einstellmöglichkeiten. Diese können Sie mit den 5 Betriebstasten auf der Rückseite des Gerätes einstellen. Die Inhalte der Betriebstasten entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung. Dort sind alle Hinweise und Funktionen nochmal eindeutig belegt. Der Standby-Modus wird durch einmaliges Drücken des An-Aus-Tasters im Betriebszustand an aktiviert. Ein zweiter Druck auf die Starttaste erweckt Ihr Gerät wieder aus dem Schlafmodus und ermöglicht eine normale Verwendung. Zum Ausschalten des Gerätes halten Sie die Start-Stopp-Taste lange gedrückt, länger als 4 Sekunden. Sie merken die entsprechende Funktion durch einen Hinweis im Okular. Das System schaltet sich nun ab und quittiert durch eine kurze Vibration. Die häufigsten Fehler fallen bei den Grundeinstellungen auf. Beispielsweise
besteht oft das Problem, der Anwender erhält kein scharfes Bild. Woran kann das liegen? Oftmals ist es mangelnde Einstellung an der Dioptrienverstellung des Zielfernrohres, des Nachtsichtgerätes oder an der Schärfeeinstellung des Nachtsichtgerätes. Alle drei Komponenten müssen aufeinander abgestimmt sein, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Ist zum Beispiel der Bildschirm unscharf oder Sie sehen die Symbole im Bildschirm nicht ganz scharf, drehen Sie an der Dioptrienverstellung des Nachtsichtgerätes im positiven oder negativen Sinn, bis die Symbole wieder einwandfrei scharf zu sehen sind. Erhalten Sie auf die gewünschte Entfernung kein scharfes Bild, kein scharfes Ziel, drehen Sie an der Objektiveinstellung des Nachtsichtgerätes in der Mitte des Gerätes in die positive oder negative Richtung, bis Ihr Bild entsprechend einwandfrei scharf wird. Bei Ihrem digitalen Nachtsichtgerät ist die Verwendung eines Infrarotscheinwerfers oftmals die optimale Ergänzung, um in allen Lichtbedingungen entsprechend gute Ergebnisse zu erzielen. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung eines Infrarotscheinwerfers grundsätzlich in Deutschland erlaubt ist, aber die Verwendung des Infrarotscheinwerfers bzw. die Befestigung desselben an einer Zieloptik oder ihrer Waffe stellt derzeit noch einen verbotenen Gegenstand nach dem deutschen Waffenrecht dar. Der Predator 2 ist ein 5 Watt Infrarotscheinwerfer mit extremer Leistung und Reichweite. Dieser wird als Zubehör zu Ihrem digitalen Nachtsichtgerät bei uns angeboten. Der Predator 2 verfügt über eine variable Fokusoptik, die durch Ausdrehen entsprechend den Strahl enger gestaltet, beziehungsweise durch Eindrehen den Strahl weiter gestaltet. Zudem verfügt der Predator 2 über einen Druckdrehtaster. Über diesen wird das Gerät aktiviert und kann danach wie in einem Potentiometer in der Helligkeit entsprechend eingestellt werden. Dies kann beispielsweise erforderlich sein, wenn sich im Bild Objekte befinden wie Büsche, Gräser, Sträucher und ähnliches und die Ausgangsleistung des Gerätes von Haus aus zu stark wäre. Versuchen Sie mit dem Infrarotscheinwerfer optimale Ergebnisse zu erzielen, indem Sie die Strahlstärke richtig einstellen. Der Predator Infrarotaufheller verfügt auf der Rückseite über eine Betriebsanzeige, welche im Betrieb grün leuchtet. Nach erneutem Tastendruck wird das Gerät wieder deaktiviert und die Betriebsanzeige ist ebenfalls aus. Das Gerät arbeitet mit einer Diode im Bereich von 850 Nanometer Wellenlänge, ist ebenfalls mit einer Diode von 920 Nanometer erhältlich. Zu beachten ist, dass die 920 Nanometer Diode entsprechend eine kürzere Reichweite aufweisen wird. Generell kann man hier sagen, je höher die Wellenlänge, umso geringer die Abschallreichweite bei gleicher Leistung. Vielen Dank für euer Interesse an unserem neuen Nachtsichtgerät, DNVC2 Firefly. Wir wünschen euch allzeit guten Anblick, Weidmannsheil und viel Erfolg mit unseren Produkten.